Was geht ab? Wir haben Mittwoch, glaube ich. Mittwoch. Januar, Februar, 2. 3. Irgend sowas. Anfang Februar 2022, Uhrzeit ist okay, egal. Und mein YouTube-Kanal hat davon 2045 Abonnenten, glaube ich. Klicks, dafür sind bei uns in der Klickabteilung der Marc und der Philipp zuständig. Die schreiben das immer unter das Video, ja. Ihr müsst euch selbst davon ein Bild machen. aber sind so 3 Milliarden oder sowas. Und ja. Ich habe wieder ein Kaugummi gerade genommen und hat noch zu viel Geschmack, als dass ich ihn jetzt ausspucken würde. Ihr gewöhnt euch dran, ja. Guck. So, fertig. Eintracht Frankfurt. Ich habe jetzt nicht so konkret wieder mal irgendwo. Jetzt sage ich es direkt am Anfang. Fast direkt. Nächstes Mal sage ich es direkt am Anfang. Ihr müsst liken. YouTube hat gesagt, ihr müsst liken. Ja? Weil sonst wird YouTube euch bestrafen und die werden eure Accounts sperren, wenn ihr nicht meine Videos liked. Ganz einfach, ja? Das ist der erste Schritt. Ich wollte gar nicht wissen, was YouTube macht, wenn YouTube böse wird, ja? Dann kommt es zu euch nach Hause. Das wollt ihr nicht, ja? Deswegen, ihr müsst klicken, liken. Ganz einfach, ja? Ihr müsst jeden zwingen, damit ihr es liked. Weil sonst wird von den Leuten, die ihr kennt, auch die YouTube-Accounts gesperrt. Hat YouTube gesagt, nicht ich, ja? So, also, liken. Und, ja, so, Eintracht Frankfurt. Wir reden jetzt ein bisschen darüber, wir haben heute Mittwoch. Eintracht spielt. Jetzt, irgendwann. Ja? Gut, aber davor machen wir noch ein Video. Heute haben wir hier, wir haben noch eine, wie sagt man, User-Frage. Ja? Abonnenten-Frage? Danke, Auto. Das ist dumm, immer mit mir redest du. Wir haben noch hier eine User-Frage vom René Birkenbach, die kam vor 2 Tagen oder 3, ich weiß gar nicht mehr. Ich muss gerade vorlesen, Moment. Weil er hat mir ein Thema vorgelegt, ja? Man muss mir nicht nach mir den Kopf zerbrechen, um irgendwas aus der Nase zu ziehen. Ziehen wir uns jetzt hier was aus der Nase. Also. Schön, dass morgen über Lammers gesprochen wird, ja? Er hat gesagt, geredet wird, ja? Ja, das war ja gestern, haben wir über Lammers gesprochen. Ja, die Kamera ist falsch. So, egal, so. Also. Es gibt aber auch noch andere Spieler. Sorry, ich muss gerade ein bisschen, ja? Über die man reden kann. Zum Beispiel Touré, Ilse, Durm, Rustic. Sollten die gehen oder bleiben? Was macht da Sinn? Und falls Kolo Muani kommt, sollte Paciencia gehen? Fragezeichen. Ja, nein, vielleicht, wieso? Schönen Restabend noch. Schon mal gar nicht hier schönen Restabend. Ja, weil Reste ist was für die anderen. Ja? Hier ist nichts, bei mir ist nichts so mit den Resten. Ja? Bei mir, wenn ich fertig bin, dann gibt es Reste für die anderen. Bei mir gibt es nichts mit Resten. Ja? Aber dennoch ist sehr lieb gemeint. Vielen Dank. Ja? Das wünsche ich Ihnen natürlich. Darfst du nicht YouTube machen, so Idiot. Darf er nicht. Ja. So, jedenfalls, ja, also ich wünsche Ihnen dennoch auch, ich sage nicht Restabend, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ja, schönen Tag, wann auch immer Sie sehen, René Birkenbach, ja. Aber hier gibt es nichts beim rechtmäßigen König von YouTube mit Resten, ja. Bitte wählen Sie Ihre Worte nächstes Mal mehr mit Bedacht, ja. Aber ich verstehe schon, es war nett gemeint, ja. Sie kriegen trotzdem ein Sternchen, ja. So, okay, also, das war die Frage, Bob. So, also, wir reden über andere Spieler. Ja, wie ihr wisst, Transferfenster ist zu. Ende Januar ist zugegangen. Eintracht Frankfurt hat nicht wirklich was gemacht. Also, sprich, wir haben den Knauf geholt, den Ansgar Knauf. Ich wurde gestern gezwungen, mehr oder weniger genötigt dazu. Dschungelcamp. Hey. Also, ich habe gar keine Zeit für sowas, ja. Aber ich wurde gezwungen. Aber wenn man dieses Dschungelcamp guckt, also es gibt bei weitem, also nicht, dass ich jetzt sagen will, sorry, ich muss gerade unterbrechen, das ist ein Programm, ja. Aber wenn man, es gibt ja dieses Trash-TV, ja, hin und wieder werde ich sogar gezwungen, auch das zu gucken, ja. Und es ist schon sehr schlecht und sinnlos, ja. Und Dschungelcamp ist gar nicht mal das Schlechteste davon. Aber selbst das ist, fürchterlich schlimm, einfach nur, ja. Und nach Dschungelcamp war so eine Sendung, ja, wo die über das Dschungelcamp reden, ja, das ist so sinnlos, ja. Aber worauf ich hinaus will, ist, der Ansgar Brinkmann war da, ja, der weiße Brasilianer, liebe Leute, ja. Und da dachte ich mir, ach, wenn ich schon hier genötigt werde, dann kann ich wenigstens dem Ansgar zuhören, ja. Der war ja auch mal im Dschungelcamp, ja. Und zugeschaltet war einer Thorsten Legert, ja.
Ja, er hätte gleich eine Eintracht-Bonus-Folge machen können gestern, aber gut, macht nichts. Also, Ansgar, Ansgar, bringt mal Ansgar Knauf, das war die Überleitung. Ja, so, kommen wir zurück, was eine Brücke, ja. So, also, jedenfalls, ja, der wurde geholt. Ansonsten wurden eher so die Weichen für die Zukunft gelegt. Kolo Muani wurde verpflichtet, darüber reden wir auch gleich. Ja, das mit Smolcic oder so sollte ja auch schon irgendwie, war ja irgendwie schon als mehr oder weniger fit, also safe. Und ich weiß gar nicht, was noch in die Zukunft alles geholt wurde. So. Aber ja, ansonsten, wir haben auch kaum Abgänge. War ja noch am Deadline Day irgendwie die Frage, ob auch Barkok nach Mainz wechselt. War ja, also er wechselt nächste Saison zu Mainz, aber warum nicht jetzt? Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Mainz kein Budget hat, ihn jetzt schon zu bezahlen, weil die vielleicht auch irgendwie einen Spieler haben, der erst in 6 Monaten weggeht und sowas. Also, weiß nicht, ob das jetzt euer Anspruch. Was ist Anspruch? Ich weiß, es wäre besser gewesen für euch und für uns, wenn er jetzt schon gewechselt wäre. Er hätte sich einleben können und er wäre direkt eine Verstärkung, bloß nächste Saison noch stärker. Ja? Aber Mainz, ja, was soll ich sagen? Egal. Wenn einer gerne noch ein Jahr, ein halbes Jahr in Frankfurt bleiben darf, dann wohl der Frankfurter Junge Barkok. Also hat wohl niemand ein Problem damit. Aber macht für mich jetzt nicht so viel Sinn, aber Corona hat alles auf den Kopf gestellt. Ja, so. Und jetzt ich bin eigentlich schon fast da, muss gleich aussteigen, aber kommen wir jetzt mal doch auf Ihre Frage zu sprechen. Also Spieler, was ist mit Spielern wie Touré, Ilse, Durm und Rustic? Okay, also machen wir der Reihe nach. Touré. Touré kam nach Frankfurt von Monaco. Ja, wir denken uns erstmal einen Spieler aus Monaco. Ja, gab schon andere Zeiten bei der Eintracht, wo er hättet ihr mal gesehen, was ein Manöver das war, wie ich den hier in Fast and Furious Style man diesen Optimus Prime da, diesen Orangen dann hinter mir gerade nass gemacht hat. Und das ist so, nicht mal hinzugucken, blind, ja. So. Also, ja, gab schon andere Zeiten, wo andere Spieler von anderen Vereinen zu uns gekommen sind und nicht von AS Monaco, erstmal so gesehen, ja. Ja, er hatte leider oft Verletzungen, Pech hier in Frankfurt, dann hat er mal ein paar krasse Spiele gemacht, auch mal das ein oder andere krasse Tor gemacht, gute Spiele abgeliefert, dann wieder zu viele Stellungsfehler ist, glaube ich, sein Problem. Steht falsch, wird dann überlaufen und eigentlich Rechtsverteidiger oder sowas, hat aber nie, wir haben nie mit der Viererkette gespielt. Also seit Jahren nicht mehr und wenn, war es mal hin und wieder so ein Experiment, aber so wirklich durchgesetzt hat es sich bei Eintracht nicht. Das haben ja jetzt schon einige Trainer probiert und ist immer die Dreier- mal Fünferkette, wie auch immer, aber Viererkette hatte Glasner ja probiert, aber ja. Und für die Position weiter vorne, rechts außen, ist es nicht so. Ich meine, klar, jeder hat mal einen guten Angriff so, aber wenn ich mir das Spiel gegen Augsburg vor Augen führe, habe ich schon mal gesagt, es ist sehr schwieriger. Wenn du das freie Feld vor dir hast, eine Flanke von rechts zu schlagen, ist es schwieriger, den Gegenspieler zu treffen, der 3 Meter vor dir entfernt steht, als ihn nicht zu treffen und den Ball irgendwo vorbeizuschießen. Ja, aber er hat jedes Mal den Gegenspieler getroffen. Vielleicht hat man ihm die Regel falsch erklärt. Es geht nicht darum, den Gegenspieler zu treffen. Ja, ich weiß nicht. Ja. Es ist, ja. Der ist sympathisch und so. Also hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen und alles schön und gut. Nur, meiner Meinung nach ist das nicht die große Perspektive. Ist auch nicht mehr 19 oder 20, wo du sagen kannst, ja, der braucht noch die Entwicklung und sowas. Ich glaube nicht, dass er noch sehr viel Potenzial hat, sich zu entwickeln. Er ist ein fertiger Spieler. Ja, er ist solide. Er ist nicht schlecht. Um Gottes Willen, ja. Aber er ist solide. Und keiner, der uns auf der Position besser macht, finde ich. Er ist da. Er ist keiner, wo ich sage, wegen dem verlieren wir Spiele. Ist aber auch keiner, wo ich sage, ja, wegen dem aller gewinnen wir die Spiele. Wie auf der, wenn er mal rechts außen spielt, sein Pendant auf der Gegenseite. Ja, wo ich sage, ja, wenn wir den nicht hätten, dann hätten wir schon weniger Punkte geholt, ja. So. In dem Sinne wäre eine Trennung wohl gut. Vielleicht findet er dieser Funken, der dann irgendwie auf ihn überspringt, woanders. Wo er sagt, boah, wo er explodiert. Und ich würde es ihm gönnen, wie gesagt, weil wenn einer sich hier mustergültig verhält und sich nichts zu Schulden lassen kommt, dann wünschen wir ihm doch hier das Beste. Und wenn es bei uns nicht klappt, schade, aber dann gerne woanders. Ist doch kein Thema, ist doch niemand böse, ja. So, vielleicht sollte man das mal probieren, ja. Er ist ja nicht der Jüngste, aber er ist ja weit entfernt von alt. Er ist ja gerade am besten Fußballeralter, deswegen hätte er noch Möglichkeiten. Ja. Ganz im Gegenteil zum nächsten, Ilse. Ja, Ilsanka. Ja. Ich habe ehrlich gesagt diesen Transfer nie verstanden.
warum das gemacht wurde, von Leipzig damals, heißt natürlich nicht, dass ich ein Problem mit ihm habe. Ich finde sogar, also man kann wohl, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, wohl sagen, dass er jetzt nicht der gesegnetste Fußballer ist am Ball und so weiter. Aber so für dieses Spiel, diese Zerstörerrolle, ja, für die ist er perfekt. Und da hat er bei der Eintracht schon ganz, ganz starke Spiele abgeliefert, wo er gegnerische Gegenspieler verrückt gemacht hat, weil er einfach drauf geht. Er geht dahin, wo es wehtut und er zerstört. Er zerstört den Angriff, er zerstört den Gegenspieler, er zerstört manchmal vielleicht auch die Knochen des Gegenspielers, aber er zerstört. Ja? Er nimmt seine Aufgabe ernst und das, die Meisterheit in Bravour. Ja? Wenn du aber vielleicht mal in Spielen eine andere Taktik zeigen möchtest, eine andere Herangehensweise an den Tag legen möchtest, wo du mal vielleicht nicht auf Zerstören ausgelegt bist, sondern aktiv selber mal nach vorne was zu gestalten und sowas, ist das nicht die Alternative Nummer 1. Plus, er ist mittlerweile auch in einem Alter, wo man sich auch fragen müsste, klar, wir haben immer noch einen Hasebe, aber das ist eine andere Art von Spieler, ja. Und bei Ilsanker würde ich sagen, auch vielen Dank für die Zeit in Frankfurt. Wenn du zufrieden wärst mit der Rolle des Ergänzungsspielers, dass wenn du gebraucht wirst, du reingeschmissen bist und du weiterhin zerstörst, dann bin ich der Meinung, kannst du es noch locker ein, zwei Jahre gut, sehr gut machen. Und dann können wir auch gerne den Vertrag zu verbesserten Konditionen für Eintracht Frankfurt verbessern. Natürlich für dich wird es schlechter, weil du wirst ja nicht besser. Sorry. Aber hey, es ist nicht persönlich. Business ist Business, ja. Das musst du schon so verstehen, ja. Du kannst gerne versuchen, einen besser dotierten Vertrag irgendwo zu finden. Ja, in China, Russland, Abu Dhabi oder wo es da sowas gibt, ja. Bei Eintracht wird es keinen besseren mehr geben. Aber wenn du zufrieden bist und in der besten Stadt der Welt weiterhin bleiben möchtest, dann kann ich mal ein Wörtchen für dich einlegen. Dann kriegen wir das hin. Da habe ich auch kein Problem damit. Ja? Können wir machen. So, was haben wir noch? Was war das? Durm. Ja, für Durm gilt Gleiches. Ja? Ja. Dortmund, dann nach England, dann nach Eintracht. Zu Eintracht. Und Weltmeister. Gut, das haben einige ein bisschen mehr für den Weltmeistertitel getan. Aber hey, das will ich gar nicht absprechen oder negativ machen. Ja. Ich weiß es nicht, ja. Wirklich, wirklich nicht böse gemeint. Aber ich konnte mich nie damit anfreunden. Das heißt nicht, dass ich was gegen dich oder gegen ihn habe oder sowas. Aber es ist für mich so, ich habe nie so, er ist für mich nie in Frankfurt angekommen. Ich weiß nicht, woran es lag. Das ist einfach über Monate hinweg einfach nie gespielt hat. Dann auf einmal war er Stammspieler, dann wieder nicht und so. Es ist halt diese Seite von Eintracht, die Linksaußenseite. Scheiße, Mann, hier kann ich ja gar nicht so gut stehen. Rechtsaußenseite, sorry. Die rechte Seite, ja, bei Eintracht. Das ist eh so eine Problemzone. Und wenn du da vier Alternativen hast, irgendwie, du musst nur mal ein Spiel nicht verloren haben, okay, vielleicht funktioniert es ja doch und dann kriegt er doch eine Chance und dann verkackt er doch und dann kommt der Nächste rein und so hat sich das Gefühl die ganze Zeit abgewechselt auf der Seite. Ist okay, ich habe schon mal erstmal verstanden, Auto, ja. So, jedenfalls, ich weiß nicht, Durm, auch schon 31 oder so, oder 32 oder irgendwo um den Dreh, oder? Ist doch schon so 30, Ü30. Es gilt dasselbe für Ilsanker. Natürlich ist er technisch schon besser als Ilsanker. Er ist aber noch ein ganz anderer Spielertyp, ist kein Zerstörer, ja. Ist er schon so fußballerisch versierter, aber halt auch nicht der, wo du sagst, wenn der spielt, dann. Das ist doch das, wie man eine Mannschaft, eine Kader oder ja, einen Kader zusammenstellen müsste, ja. Ich habe hier Personal. Wenn ich mir Gedanken mache, noch jemanden zu verpflichten, dann muss ich mir die Frage stellen, hole ich jemanden, der mich auf der Position, wo ich ihn einsetzen möchte, besser macht oder nicht? Kostet natürlich mehr. Habe ich das Budget oder brauche ich das Budget woanders mehr? Oder habe ich genug und kann das machen? Ja? Und dann holt man manchmal Spieler, je nach Budget, die machen uns vielleicht nicht besser, aber gleichwertig ersetzen die dann den anderen Spieler. Oder wir verschlechtern uns und hoffen einfach, dass der nie zum Einsatz kommen muss. Oder es ist ja auch nicht einfach, so ein Ding. Das kann ja nicht jeder so wie ich und Krösche das machen, ja. So, und ja. Und es ist definitiv keiner, wo ich sage, ja, dadurch werden wir schlechter. Es ist jemand, wo ich sage,
Ey, das ist, gehst mir langsam auf die Nerven auch, ja. Es ist auf jeden Fall keiner, wo ich sage, wir werden schlechter. Es ist einer, wo ich sage, ja, es gibt bestimmt Upgrades. Aber am Ende des Tages hatte ich in der Vergangenheit auch nicht so die Kopfschmerzen, wo er gespielt hat. Er macht seine Arbeit doch grundsolide, ja. Aber man muss jetzt auch nicht die Wunderdinge von ihm erwarten, ja. Torgefahr, ja, vielleicht kommt man da mal durch und kann den einen oder anderen die Hereingabe in die Mitte bringen, okay. Hinten eher mehr seine Stärken, finde ich. Auch ganz okay, von allem ein bisschen so, ja, grundsolide. Aber auch hier, ey, wir haben vier Spieler auf dieser Position und Chandler ist einfach, der hat eine ganz andere Verbundenheit zur Region. Er kommt von hier, aus Frankfurt, ist hier schon seit unendlich vielen Jahren und ist komplett zufrieden mit seiner Rolle, egal wie sie ausfällt, und ist sowieso total beliebt in Frankfurt. Bei der Mannschaft, bei den Fans und sowas, er bleibt hier, ja, ob er uns besser macht oder nicht, er bleibt einfach da, er gehört dazu. Es ist einfach, hat er sich auch verdient, das muss man auch einfach sagen dann, ja. Und bei Durm und Touré ist es nicht der Fall. Ja? Und Da Costa hat sich jetzt quasi in die Region hereingeheiratet. Ja? Und das gibt's doch nicht. Das ist ein Deluxe-Parkplatz hier. Den schnappt mir jetzt keiner mehr. Ja? So weg her. Ja? Und wie gesagt, er hat sich hier reingeheiratet in die Gegend. Der will gar nicht weg. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Hätte ich auch keine Bauchschmerzen, wenn er weiterhin bleibt. Solange wir was Besseres kriegen. Ja? So. Und ja, was war noch Rustic? Ja, Rustic kann ich nicht so nachvollziehen. Rustic ist ein guter Spieler, wirklich ein guter Spieler, der viel kann, der es ansatzweise schon mal gezeigt hat, leider aber nie wirklich über lange Strecken die Möglichkeit bekommt, weil einfach das Pech hat, dass zu viele Spieler ihm auf seiner Position einfach krass performt haben. Und du kannst nicht, wo auch immer du ihn einsetzen möchtest, du kannst aktuell kannst du keinen Zo und keinen Jakic und keinen Rode rausnehmen und ihn spielen lassen, wenn die spielen können, ja? Du kannst aktuell natürlich keinen, Kostic rausnehmen. Auf der rechten Seite könnte man es, als er gekommen ist, dachte ich ja auch, der wäre rechts außen. Ich weiß warum, aber später hieß er, ist eigentlich ein Zehner, ja? Und dann hast du einen Zehner, Zehnerposition, mit Kamada und Lindström, die haben sich auch festgespielt. Und er ist halt die erste Alternative. Vielleicht nicht die erste Alternative auf der Sechser, Achterposition. Aber auf der 10 wäre für mich so die Alternative. Ich weiß nicht, ob er mit der Schnelligkeit, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das zum Glasner-Fußball passt. Aber ja, jetzt, Kamada spielt nicht. Hauge ist noch, ich weiß nicht, inwiefern Hauge komplett fit ist. Hätten wir Lindström. Insofern, wenn ich mit zwei Stürmer spielen, wäre er für mich eine Alternative, auf der 10 zu starten. Mal gucken, wie es läuft, ja. Und da er ist noch im besten Fußballer, alter australischer Nationalspieler, hat auf jeden Fall einiges drauf. Ja, auch einen krassen Schuss. Er spielt auch alle Freistöße, Ecken und sowas, ja. Also wenn er den jetzt wechseln wollen würde und er unzufrieden ist, was ich nachvollziehen könnte, ja, dann bin ich keiner, wo ich sage, nee, den musst du halten, ja. Also dann soll er gehen, wenn er woanders glücklich sein sollte, hat bei uns das eine oder andere schöne Tor gemacht und wenn er gebraucht wurde, hat er geliefert. Aber ist keiner, wo ich so von mir aus sagen würde, pff, nee, den kannst du immer bringen. Und der ist flexibel, offensiv sehr gut, ja, kannst du schon einiges machen. Technisch auch sehr gut, würde ich nicht vom Hofe jagen, ja. Der Rest, ja. Meine Frankfurt hat noch einen großen Kader, ja. Aber man darf auch nicht vergessen, ja, wir spielen Euroleague. Ja, auch wenn wir jetzt die Gruppenphase hinter uns haben und wir im schlimmsten Fall, wir gehen natürlich davon aus, dass wir sie gewinnen, das ist klar, die Euroleague, aber im schlimmsten Fall nicht mehr so viele Spiele haben. Ja, hätte es auch den Kader verkleinern können, ja. Aber, und für die nächste Saison das irgendwie anders aufstellen. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall qualitativ stärker in der Breite, also nicht mehr Breite, sondern mehr Qualität in der Breite brauchen wir, ja. Und den Kader müssen wir schon verkleinern, weil gerade in Corona-Zeiten schluckt das sehr viel. Und Einnahmen, nö, Krise. So, liebe Leute, ich weiß, da war noch was mit Kolo Muani. Und wenn er kommt, sollte Paciencia gehen und sowas. Wenn mir nichts Besseres einfällt, reden wir auch darüber. Aber es ist zu spät, ja, ich muss jetzt hier los. Und was sagt ihr? Diese vier Spieler, sollten die gehen, sollten wir bleiben? Haben wir mehr Vorteile oder mehr Nachteile, wenn die kommen oder gehen? Und also kommen, die sind ja schon da. Ich meine, wenn die bleiben. Und
Ich spiele am Wochenende gegen Stuttgart, glaube ich. Oh, da werden wir auch irgendwas besprechen. Ja? So, wir müssen jetzt wieder mehr Content hier bringen, weil, ihr merkt es, ja, ich ziehe mir jetzt jeden Scheiß hier aus der Nase. Wollt ihr sehen? Ich muss wieder einen YouTube-Algorithmus nach oben. Ja, zack, 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 zack. So, liken, kommentieren irgendwas. Schreibt, was ihr wollt und alles wird gut. Eintracht Frankfurt, Kader muss verkleinert werden. Aber nicht jeder sollte gehen. Einige vielleicht, ja. Andere sollten auf jeden Fall gehen. Wer? Schreibt unter das Video, wer auf jeden Fall gehen sollte. Und wer auf jeden Fall bleiben sollte. Ihr denkt auch, aber ich sitze jetzt die ganze Zeit hier. Ich muss gehen, verdammte Scheiße. Seid ihr blöd oder was?